Lala laber doch, das Stotter-Podcast-Experiment von und mit Tobias. Servus und habe die Ehre zur jetzt schon dritten Ausgabe meines kleinen Podcast-Experiments. Ach ja, wie die Zeit vergeht. Heute will ich ein bisschen darüber sprechen, wie mir die moderne Technik, wahrscheinlich eher gesagt die moderne Online-Technik hilft, dass ich eigentlich doch meistens das bekomme, was ich will, auch wenn ich das direkte Gespräch mit anderen Menschen dafür etwas hinten anstelle. Der Hintergrund ist das. Vor allem in der Jugend oder Kindheit hat man ja oft in manchen Situationen, wo man sich behaupten müsste oder wo man etwas Negatives sagen musste oder wollte, dann doch eher zurückgenommen, weil ja vor allem auch in diesen stressigen Situationen das Stottern bei mir zumindest immer recht zugenommen hat. Beispielsweise, wenn das Telefon nicht geht, wenn irgendeine Rechnung nicht stimmt oder die Bank irgendwas anderes gemacht hat, was weiß ich, nicht wahr? Und ich muss sagen, mir persönlich ist der Twitter mein größter Helferlein geworden. Allein diese Ad-Hilft-Accounts, also sei es Telekom mithilft, O2 hilft, Amazon Help und so weiter, dass man so unkompliziert und via kurzen schriftlichen Texten Sache nachfragen kann und vor allem auch Sache klären kann, und das, seien wir ehrlich, wirklich gut funktioniert wahrscheinlich für beide Seiten, hat wirklich auch ein bisschen mein Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl als einfacher Kunde stark gefördert. Weil so wehre ich mich an Zeichen, wenn halt irgendwas nicht stimmt. Und in den meisten Fällen lässt sich das auch eigentlich immer flott und kulant lösen. Ein Hoch auf die heutige Supportlandschaft, nicht wahr? Aber auch die ganzen Live-Support-Chats helfen mir halt wirklich. Vor allem, wenn es eh schon stressige Situationen sind, wie jetzt, wenn es um Banksachen geht oder so, und man dann erst lange in einer Callcenter-Warteschleife sein müsste, aber man ist ja innerlich immer schon angespannt, gleich könnte wer rangehen und da musst du bereit sein. Und dann ist man natürlich nie bereit, weil mir unter Stress steht. Helfen solche Support-Chats mir wahnsinnig viel. Und hier zeigt sich halt auch aus, dass es hier doch ein bisschen Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Firmen. Meine Sparkasse zum Beispiel hat scheinbar wirklich ausgelernte und gute Mitarbeiter an den Support-Chats sitzen. Ich weiß nicht, ob es jetzt normale Bankkaufmänner und Frauen sind oder ob das Bürofachangestellte sind. Ich weiß es nicht, aber sie sind immer freundlich, immer schnell und immer in gutem Deutsch. Ein anderes Beispiel hier ist zum Beispiel der Privatkundensupport von Microsoft. Wie heißt das so schön? Stets bemüht, aber doch etwas versagt. Man merkte einfach, dass er stark mit übersetzten Textbausteinen gearbeitet wurde. Nichtsdestotrotz, mit etwas hin und her wurde mein Anliegen verstanden und geholfen. Schriftlich, ohne zu reden, mein Recht als Kunde bekommen. Und glaubt mir, ich glaube, ich hätte da wirklich nie angerufen, da glaube ich einfach mit dem Problem weiterhin gelebt und gehofft, dass es sich irgendwann von selbst löst. So, deswegen an dieser Stelle von mir als Stotterer vielen, vielen Dank an all die fleißigen Helferlein, welche an Help-Support-Twitter-Accounts sitzen, in den Live-Chats sitzen und so weiter. Denn hier nochmal erwähnt, klar, kann auch eine E-Mail schreiben, aber das ist nie instant. Deswegen ist für mich zum Sprechen die einzige wirkliche Real-Life-Alternative Chats und auf Platz 2 eben die Support-Twitter-Accounts. Und somit war es auch schon wieder für heute. Ich habe die 5 Minuten erreicht. Ich wünsche euch einen wunderbaren Jahresstart. Habe die Ehre. Merci und Baba.